Von Kalenderreformen einmal abgesehen, am 20. April vor genau 1050 Jahren wurde Zeitz erstmalig urkundlich erwähnt, als während der Synode von Ravenna von Kaiser Otto I. und Papst Johannes dem 13. beschlossen wurde, in Zeitz ein Bistum zwecks Christianisierung der Slawen zu gründen. Es ist anzunehmen, dass Zeitz um einiges älter ist, doch gibt es darüber keine schriftlichen Belege. Am 20. April wurde im Rathausgarten zum Gedenken ein Baum gepflanzt. Das ist ein chinesischer Blauglockenbaum und den habe ich speziell mir gewünscht, weil er nicht nur sehr schnell wächst, sondern auch wunderschön blüht, und zwar im Mai. Und das hat auch eine gewisse Symbolik. Es ist nicht die klassische Eiche, die dann 1000 Jahre da stehen soll. Nein, es ist aber ein eben sehr schöner Baum, der blüht. Das Unterhaltungsprogramm übernahmen die Kinder der Kita Völkerfreundschaft. Unterstützt wurde Oberbürgermeister Thieme von seinen Kollegen aus Weißenfels und Naumburg, die ebenfalls zum Spaten greifen durften. Das sollte es aber mit dem Gedenken an diesem Tag nicht gewesen sein. Gäste und Interessierte begaben sich zum Brühl. Brühl wird bezeichnet als die Wiege der Stadt. Von daher gibt es eine Ausstellung und eine eigene Interessengemeinschaft, die sich mit dieser Gegend auseinandersetzt. In der Ausstellung wird an die Vergangenheit erinnert, die in den Zeiten der DDR, aber auch danach zum großen Teil dem Verfall ausgesetzt war. Zu guter Letzt ging es in den Steintor-Turm. Dort wurde ebenfalls an die jüngere Geschichte von Zeitz erinnert. Mit tatkräftiger Unterstützung aus Detmold und des Städtepartnerschaftsvereins. Den gibt es seit 1990, direkt nach der Gründung der Partnerschaft der Städte, haben Bürger in Detmold im Rathaus den Verein gegründet, um die vielen Denkmäler in Zeitz, die dem Verfall preisgegeben waren, mit zu retten. Es gab eine Ausstellung mit Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos, die auch in Zeitz danach gezeigt worden sind. Und wir haben dann in Zeitz ein Objekt gesucht. Sofort sind natürlich auch Zeitzer mit in unseren Verein eingestiegen. Und wir haben den Steintorturm dann gefunden und konnten ihn pachten von der Stadt Zeitz und ihn sanieren. Der Turm fungiert als Veranstaltungs- und Ausstellungsort. Den Detmoldern des Vereins liegt Zeitz sehr am Herzen. Man war sich bewusst, dass man das nicht verfallen lassen darf mit Dokumenten aus der Gotik. Diese gotischen Hauseingänge, diese Sitzsteine neben den Hauseingängen, das Kloster, das Franziskanerkloster, was auch eine Ruine war, der Dom, wo ein Pfeiler in den 80er Jahren eingefallen war, wo es reinregnete. Detmold hat auch eine sehr schöne Altstadt, aber nicht in dieser Vielfalt und aus den Epochen bis zurück in die Romanik. Das ist etwas ganz Besonderes, da ist Zeitz wirklich mit gesegnet. Und es ist natürlich ein Jammer, dass so viel in der Wendezeit auch noch der Abrissbirne zum Opfer gefallen ist. Als Abschluss des Gedenktages hatte OB Thieme die Ehre und Aufgabe, eine Zeitkapsel in die Grundmauer des Turms zu versenken, gefüllt mit einer aktuellen Tageszeitung, etwas Geld und anderen Erinnerungsstücken.